Eine wunderschöne guten Abend. Ach ja. Da, 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 da. Ah, kommt jetzt noch jemand oder nicht? Was? Ja, ich bin so aufgegangen. Wunderschönen guten Abend. Ist hier jemand im Aufzug? Jetzt ist es blöd, wenn ich die Tür habe. Ich kenne ja eh keinen. Aber ich komme. Kurz, mach das schon mal fertig, Tasse und so und Wasser und dann geht's gleich los, oder? Hallo. Schönen Abend. Sorry, ich musste. Ist entspannt, was irgendwie. Ich musste kurz einmal an die Tür, die hat geklingelt. Strange. So. Wir machen heute ein kleines. Oberkörper-Workout. Das heißt, es geht wieder ein bisschen Richtung Liegestütze, die wir ein bisschen noch mit einigen üben wollen und machen wollen. Und wieder ein bisschen oben drücken und ja, dann sind wir auch schon für Samstagabend durch. Ihr bräuchte wahrscheinlich wieder eine kleine Tischkappe oder sowas nachher für diese Dips, die wir auch dazu gemacht haben. Aber genau, jetzt erstmal Sport. Und es wird noch ein bisschen perplex, weil gerade ein Fan vor der Tür steht. An einem Samstagabend und rein wollte. Mussten wir ganz kurz abwimmeln. Alles klar. Leute, zum Warm-up einmal kurz für Oberkörper. Das heißt, wir machen gleich einmal wieder das Schulternrollen und Armzirkeln und Jumping Jacks. Und dann geht es los. Ja.
Also. Warm-up, Leute. Schulter rollen. 30 Sekunden. Ich komme so runter dabei. Schulter warm machen. Ja, Kevin fehlt, weil wir heute gar nicht bei Kevin waren. Wir haben uns ein bisschen verzettelt. Ich dachte eigentlich, dass ich heute zu ihm fahre. Und er meinte, nee, komm mal morgen erst vorbei. Und dann war ich so, alles klar, dann erst morgen. Also ein bisschen Schultern kreisen. Und dann die Arme ausstrecken. Was mache ich denn? Arme ausstrecken, ein bisschen Arme kreisen. 45 Sekunden. Ich muss gleich mal die Uhr noch anstellen. Ey, heute war ein richtiger Haushaltstag. Ich habe nur Wäsche gewaschen und gewischt und gesaugt und im Park gewesen, schönes Wetter genossen. Jetzt noch eine schöne Sporteinheit und kann es auch Richtung Bett gehen, ey. Okay. Ein bisschen ankreisen, andere Richtung. Dann einmal jetzt kurz nochmal Jumping Jacks zum Warmwerden. Ach guck mal, das hier. Ich mach kurz die Uhrzeit an. 45 Sekunden wollen wir. Und los geht's. Ja, ich habe heute tatsächlich kurz gewaschen. Ich habe das auch schon vorher geschickt, das Video. Kommt mal Jumping Jacks vorbei. Der ist schon ganz vergessen, glaube ich. Komm rein, Mats. Mach mit, Mats. Was war das gerade an der Tür, Mats? Das war maximal unangenehm. Das war Eieiei. Das war unangenehm. Okay. So, noch 20. Easy zum Warm-up. Ding, 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 10. 5, 4, 3, 2. Eins. Fertig. Okay, pass auf. Wir fangen an mit Liegestützen. Warte mal. Jetzt kurz noch das Bild jetzt drin, machen wir die Trainingssachen. Und zwar, Liegestütze, Leute. Entweder ihr macht. Entweder ihr macht normale Liegestütze, ja. Das heißt, wirklich Beine in die Luft, Körper gerade, die Hände schulterbreit ungefähr stellen und dann nicht nach ganz außen gehen, sondern 45 Grad vom Körper runter und wieder hoch. Wer das nicht schafft, macht auf den Knien, Knie runter, Liegestütze. Wenn das auch noch so anstrengend ist, dann nimmt ihr irgendeine Erhöhung zwischen der Fensterbank oder so und macht es dann einfach an der Fensterbank, da die Neigung dann nicht ganz so doll ist. Ja? Liegestütze, die erste Übung, die zweite Übung kennen wir schon, die Superman Row. Das heißt, Oberkörper wieder anheben, Beine angehoben, Arme nach vorne, nach hinten und danach wieder nach oben für den oberen Rücken. Ja? Die drei Übungen machen wir 4 Runden. Und nicht schreiben, glaube ich, die raus. Mitmachen, Leute. Mitmachen, versuchen. Wir steigen uns ein bisschen an die Liegestütze ran. Und wir starten in 5, 4, 3, 2, 1 mit 30 Sekunden lang Liegestütze. Und bitte. Macht euer eigenes Tempo. Schön, dass ihr. Genau, also entweder macht die schnell, macht schön langsam. Ich mache heute auch noch ein bisschen auf entspannten Modus. Schön ordentliche Liegestütze. Runter, hoch. Ach ja. Runter und hoch. 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Und ablegen. Und dann. Oh, ich will auch Pizza. Was essen wir heute, Mats? Keine Pizza. Wir hatten beide gestern Pizza. Okay. Arme, also Beine hoch, Oberkörper hoch, Arme ausstrecken, nach hinten ziehen, schön den oberen Rücken anspannen, Arme wieder ausstrecken. Jetzt werden die ganzen Schultern bearbeitet. Und wir gehen von vorne nach hinten. Von vorne nach hinten. Von vorne nach hinten. Von vorne. Nach hinten. Tolle Aussicht, ne? Der Schwimmer. Okay. 5, 4, 3, 2, 1.
Absetzen. Jetzt die Arme im 90 Grad von dem Körper und dann einfach die Arme nach oben und die Schulterblätter versuchen zusammenzudrücken. Ja? 30 Sekunden und 5, 4, 3, 2, 1 und schön oben, als wenn die Schulterblätter zusammendrücken wollt. Und wie ist euer Wochenende so, Leute? Ich hoffe, es machen wenigstens ein paar Leute am Samstagabend mit und schauen sich das nicht gerade beim Vorglühen irgendwo an. Und gehen gleich trinken. 5, 4, 3, 2, 1. Absetzen. So, und ihr schafft von 4. Welche Ausrede hat Mats? Dass du ein Foto machst? Sehr gut. Also 30 Sekunden, nächste Runde, Push-Ups. Ja? Wie ihr es schafft, in eurem Tempo. Wir starten in 5, 4, 3, 2, 1. Und hoch mit uns. Und Push-Ups. 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 Zuerst der Körper, der schön gerade ist. Genau in die Richtung. Und dann drückt euch schön hoch. Schön oben, aber den Trizeps anspannen. Die Arme runter, hoch, runter, hoch. Noch 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Auf den Boden legen. Und wir machen wieder weiter mit den Armen nach vorne. Alter, ganz schön, dass ihr Chips essen, ey. Schön. Sehr schön. Freut mich. Freut mich. Freut mich für euch. Leute, es sind noch dreimal, ne? Noch dreimal. Nur noch dreimal für diesen Monat, ey. Fuck. Fünf, vier, drei, zwei. Blitz, Blitz. Okay. Dann wieder die Arme 90 Grad an die Seite. Geil, guck mal, ich kann so ein bisschen echt entspannt hier rumliegen und ein bisschen Kommentare mit lesen. Ist gut, ist gut, ist gut. Also, Arme wieder zur Seite und versuchen die Schulterblätter quasi oben zusammenzudrücken. Und bitte. Ist heute eigentlich, ist heute Fasching? Ja. Okay. Scheiße, ich ist los, ich bin verkleidet. Fabi ist mal zum Beispiel auf einer Faschingparty. Ich gönne mir gerade einen Burger. Scheiße, ey. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Absetzen. Zwei Runden geschafft. Noch zwei Runden. Montag ist Rosenmontag verschieden. Super mein Kostüm. Ja, ich hätte mich noch verkleiden müssen. Soll ich noch schnell umziehen? Ich habe ja gar nicht so verkleiden, ne? Ich wollte gerade sagen, Alter, du hast ja keine Kostüme hier. Schwarze Klamotten. Vielleicht mal bunte Klamotten anziehen, dann bist du wie verkleidet. Das wäre es. Okay, dritte Runde. Einfach in die Liegestützposition. Und es geht wieder los mit Liegestützen. Und zwar in 5, 4, 3, 2, 1 und bitte. Schön runter, nicht absetzen und hochdrücken. Runter und hochdrücken. Runter und hochdrücken. Runter und hochdrücken. Ganz entspannte Liegestütze. 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Absetzen. Wieder runter. Ah. Die Pommes sind da wieder fantastisch von Meckes. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also,
Arme wieder nach vorne. Arme heben sich vom Boden. Ich habe die Beine ein bisschen auch angehoben, dann ist der Arsch dort drücken, gleich noch angespannt. Und dann die Arme von oben nach hinten ziehen. Den Rücken schön anspannen. Und wieder nach vorne. Schau mal hier. Schau mal hier. Schau mal hier. Mach lieber mit. Du bist ein Monat und hast nicht einmal Sport. Einmal hast du das Workout gemacht, nachgemacht. Zweimal. Das ist traurig. Er kann auch gerne nicht arbeiten. Mats legt einfach Excuses. Klar. Fünf. Ich bitte die Kamera hier lassen. Drei, zwei, eins. Absetzen. Absetzen, absetzen, absetzen. Falls ihr fragt, was du gerüstet ist, das ist hier kleines, wir haben in der WG einen Raum mit ein paar Sportgeräten ausgestattet. Anfang der Corona-Zeit, wo wir ein bisschen Sport machen können. Dritte Übung wieder. Arme seitlich hoch und als wenn ich Schulter zerdrücken wollte. Alles geil, ey. Samstagabend auch nochmal sich zu bewegen, nochmal Sport zu machen. Ich dachte auch heute, ach, heute mal ein Rest-Day, aber nee. Morgens noch einmal ein Rest-Day, ja? Dann machen wir nochmal Stretching zusammen. Ganz entspannt, weil Sonntag ist. Und Montag machen wir noch einmal zum Abschluss richtig Vollgas. Kleine Cardio-Einheit mit Beinen wieder. Und dann sind wir durch im Februar. Dann haben wir einfach 28 Tage am Stück Sport gemacht. 5, 4, 3, 2, 1. Durch. Durch, durch, durch. Letzte Runde. Letzte Runde, letzte Runde, letzte Runde. Genau, man kann die Workouts zum Nachmachen, also entweder, genau, wir machen die Workouts einfach zum Februar, März, weiter oder wiederholen die, oder ich überlege, was ich treffe morgen mit Kevin. Kevin spricht morgen ein bisschen durch, was jetzt der letzte Excuses-Plan ist für die Zukunft. Aber jetzt erstmal vierte Runde, Push-Ups letztes Mal, 5, 4, 3, 2, 1 und hoch und einfach in eurer Geschwindigkeit. Wunderschöne Liegestütze machen. Achte darauf, dass der Kopf nicht runter geht oder nicht nach oben gestreckt ist, sondern der Kopf sollte immer, also Nacken, eine Verlängerung sein von der Wirbelsäule. Und dann drückt euch runter. Und wieder hoch. Noch 10. Noch 5. Ablegen und wir gehen wieder mit den Händen nach vorne. Kurz 5 Sekunden Pause. Und dann geht es in 5 Sekunden weiter. 5, 4, 3, 2, 1. Und Arme nach vorne, nach hinten anspannen. Nach vorne, nach hinten anspannen. Gibt es bei euch eigentlich schon Leute, die so ein bisschen merken, nach dem Monat, dass sich was verbessert hat, dass sich irgendwas getan hat? Dass man so merkt, ey, krasse Übungen fallen mir leichter oder ich habe ein bisschen abgenommen oder ich bin fitter, bin motivierter, weil das sollte im Endeffekt auch bringen. 10. Dass man auch was merkt vom Körper. Also ich, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ein bisschen positive Entwicklung auf jeden Fall mitbekommen habe. 5, 4, 3, 2, 1. Absetzen. Absetzen. Letztes Mal die Arme seitlich am Körper, hier kann man es mal so sehen, und dann hoch, Schulterblätter zusammendrücken. 5, 4, 3, 2, 1 und hoch. Geil, guck mal. Leicht Liegestütze gehen leichter, 3 Kilo abgenommen, auch wieder Kilos abgenommen, mehr Ausdauer, fitter Bauchmuskeln, 6 Kilo abgenommen, krass, richtig geil. Richtig geil. Ich hätte auch mehr abnehmen können, hätte ich ein bisschen auf meine Ernährung geachtet, dass ich erst eigentlich viel gesund habe. Ich habe echt viel Scheiße gefressen. Der Kaiser schon viel Bier getrunken. Gestern Geburtstag meiner Mama gefeiert. Aber auch das gehört dazu. 5, 4, 3, 2, 1. Absetzen. 4 Runden geschafft. Jetzt kommen wieder die Dips an der Bank. Und Planks und Shoulder Taps, ja, das heißt, wir gehen in die Liegestützposition, halten die, das könnt ihr auf den Knie machen oder auf den Füßen und dann schön von links nach rechts die Schultern tippen
Und die zweite Übung ist, sind tatsächlich die Dips, die wir machen. Das heißt, ihr nehmt euch einfach irgendwo eine Kante, dann ist gleich ein Day einfach und dann geht das los. Und zwar fangen wir auch mit Dips an. Habe ich irgendeine Tischkante, Bettkante? Oh, jetzt steht das Ding. Ich schieße mal raus. Okay, frisch gewaschene Wäsche, saufen. Dips, Leute, an die Kante, Bett, Tisch, was weiß ich, und dann gehen wir runter. Und ihr seht, es geht hier oben auf den Trizeps, zu dem müssen wir arbeiten, und auch die Schultern, die untere Brust ist mit trainiert. Und los geht's mit Dips. Wir gehen runter und wir drücken uns mit den Armen wieder nach oben. Schön eigenes Tempo, versucht wirklich die Muskulatur in den Arm zu spüren. Der Bauch ist schon angespannt dabei. Und ihr habt ja alle schön, dass ihr Bauchmuskel bekommen habt. Richtig schön. 10. 5. Und Pause. Wir gehen nach unten. In die Liegestützposition. Macht es entweder auf den Knien, ja, oder auf den Füßen. Und dann Schultertaps. Und oben schön halten, ja? In 5, 4, 3, 2, 1 und bitte Schultertaps. Einfach in eurem Tempo. Der Körper muss ein bisschen ausbalancieren. Der Arm ist angespannt. Die Brust arbeitet mit, die Schultern arbeiten hier schön mit. Schön, dass ihr Samstag auch einschaltet. Ich weiß, Samstagabend, man kann nicht viel machen. Und wir machen ein bisschen Sport zusammen. Also dann hoch an unsere kleine Erhöhung, was auch immer das bei euch zu Hause ist. Und wir machen wieder Dips in 5, 4, 3, 2, 1. Und bitte schön hochdrücken, runter und hochdrücken, runter und hochdrücken. Eigenes Tempo. Richtig schön entspannt heute auf dem Samstag. Zack. 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 Noch 10. 5. 2. 1. Au. Oh. Durch. Wieder runter. In die Liegestützposition. Wasser und Schultertaps in 5, 4, 3, 2, 1, Beine hoch und bitte. Schultertaps, 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 eigenes Tempo. Schön halten, schön durchziehen. Guten Tag, Mats. Mach 10. Komm, durchbeißen. Durchbeißen, durchbeißen, durchbeißen. 5, 4, 3, 2, 1. Zweite Runde. 2 haben wir noch vor uns. Dann sind wir fast durch. Machen noch kurze Sideplanks am Ende. Und dann sind wir durch. Okay, gestern Abend im Keller vom Restaurant, ey, wirklich, also wirklich, auch das Restaurant, also meine Mama hat ja Gäste gehabt zum Abendessen, auch denen das zu erklären, dass ich jetzt kurz eine halbe Stunde Livestream machen muss. Ich habe zum Glück gesagt, ich habe einen Livestream und nicht irgendwie, dass ich jetzt in den Keller gehe und Sport mache. Also, Dips, vorletztes Mal, ran, 30 Sekunden, 3, 2, 1 und wieder, eigenes Tempo. Schön aus den Armen hochdrücken, die Arme arbeiten, die Schultern arbeiten. Ich fange endlich ein bisschen an zu schwitzen wieder. Geil. Tropf. Zack.
Zack. Zack. Okay. Warte, warte. 5, 4, 3, 2, 1. Durch. Vorletztes Mal in Liegestützposition. Schulterzaps. Ich kann aber wieder ein bisschen Kommentare lesen. Und wie geht's uns so heute vom Donnerstagabend? Willst du was zu essen bestellen? Was willst du denn essen? Ich weiß es noch nicht. Was sollen wir denn essen? Was sollen wir essen? Was sollen wir essen? Was sollen wir essen? Okay. Liegestütze, für die, die gerade nicht mitmachen, die können mir schreiben, was wir uns zu essen bestellen können. Dann können wir uns das machen. Liegestützposition, Schultertaps, vollstes Mal. Und bitte. Schön durchhalten. Pasta hatten wir, hatte ich zumindest heute Mittag, im Biergarten. Pasta und Spezi. Komm, ein bisschen weiter, ein bisschen weiter, ein bisschen weiter. Durchhalten, 10 Sekunden noch. Weiter, weiter, weiter. 5, 4, 3, 2, 1. Durch. Letztes Mal. Letztes Mal Dips. Letztes Mal dann die Schultertaps. Dann aber noch eine kleine Runde Sidepanks. Dann sind wir für den Samstagabend durch. Und Mats kann endlich in sein Wurf für dieses Wochenende. Jetzt machen wir noch eine Wäsche an. Woher denn das Wochenende? Wir sind doch morgen auch unterwegs. Ja, was ist Samstag? Und heute Abend können wir uns ein bisschen aufs Sofa kuscheln. Ja, stimmt. Also das haben wir heute ja noch ganz. Bisschen Löffelchen. Okay, letztes Mal Dips. 5, 4, 3, 2, 1 und bitte. Letzten 30 Sekunden, Leute. Also ihr kennt ihr Griechisch oder Burger? Kimball ist sehr gesund. 10 Sekunden noch. Dritte Seite. 5, 4, 3, 2, 1. Letztes Mal. Auf. Die Hände, Schultertaps, dann sind wir durch für heute. Ah. Alles klar. 3, 2, 1 und hoch, komm. Hoch und schön die Schultern tappen. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Komm, letzte Übung, einmal durchbeißen noch. Dann haben wir das auch wieder durch. Zack, 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 zack. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Absetzen. Absetzen. Workout für heute eigentlich so gut wie durch. Ich würde sagen, jetzt machen wir noch kurz Zeitplank und dann. Haben wir Ditte? Das wäre es dann für heute gewesen. Mats. Das nächste Mal musst du mitmachen. Okay, Leute, Sideplank. Das heißt einfach auf den Arm unter die Schulter packen gerade. Und dann Beine nach hinten und den Arsch anheben, dass die seitliche Bauchmuskulatur angespannt wird. Die halten ein bisschen. Wer will, kann auch ein bisschen wippen. Wer das noch schwerer möchte, kann zum Beispiel in der Seitbewegung noch einen Crunch machen, das heißt das Bein anziehen und mit dem Oberkörper ein bisschen ran. Und dann sind wir durch heute. Also, auf geht's, auf die Seite, Beine auf dem Boden, Arsch hoch und wir halten. Und ich kann dabei ein bisschen Kommentare mitlesen, ja? Aber Hauptsache ihr haltet den Bauch hier an der Seite schon angespannt, das sieht man hier gar nicht. Ein bisschen. Hier die Seitenmuskulatur arbeitet ein bisschen mit. Ah. Und halten, halten, halten. Halten, halten, halten. Schön halten, schön halten, schön halten.
Und die Seite schön angespannt, angespannt, angespannt. 5, 4, 3, 2, 1 und runter. Auf die andere Seite und direkt den Arsch heben und weiter. Erst ein bisschen flexen. Das war kein Flex, Leute. Halten, 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 halten. Schön die Seiten anspannen. Ich lieb's. Halten, halten, halten. 5, 4, 3, 2, 1. Durch. Ach ja. So. Leute, das wäre es für heute. Mats, du kannst noch ein bisschen hier am Gerät trainieren. Hast du Bock drauf, ne? Klar. Das ist es. Ach ja. Ja, für die paar, die am Samstagabend mitgemacht haben, ey, geil. Richtig geil. War echt aber entspannt. Ne? Also ich finde Oberkörper ist mal ein bisschen entspannter als Beine und Cardio, wenn man dann natürlich viel größere Muskelgruppen trainiert, also Beine vor allem und Rücken und rumspringt, das ist natürlich ultra anstrengend. Heute war es natürlich echt chillig. Chillig, chillig. Mats, haben wir schon was zu essen? Asiatisch dann, oder? Das ist das Gesunde. Muss ja nicht gesund sein. Das Wochenende. Hier schon Burger vorgeschlagen, aber es ist aber nicht gesund. Wo willst du einen Burger bestellen? Schön Five Guys. Ich hätte hier Jeffreys. Hat 4,4. Mach mal griechisch. Schön Reis. So nämlich. Reis, ein bisschen Fleisch. Okay. Ja, also ich bleibe einfach noch ein bisschen online. Weil ich eben gerade nicht ganz mitlesen konnte. Also ich finde es geil, dass ihr euch da ein bisschen steigert im Sport. Also ich auch. Ich habe wirklich auch ein bisschen Muskeln dazu bekommen. Ein paar Kleine. Ein bisschen Körperfett verloren. Also, aber es geht noch. Da kann man auf jeden Fall noch einiges machen. Bis wir die Marathons laufen. Was willst du denn essen? Reis mit. Ich mag den klassischen Gyros-Teller. Zum klassischen Gyros-Teller. Mit so. Gibt's da Sauerkraut und sowas dazu? Ich check das mal. So, das wäre geil. Okay, ich gehe mal kurz mit euch aufs Sofa. Mats guckt gerade nebenbei Fußball. So, ach, schön, Mats. Auf dem Sofa am Samstagabend, ey, geil. Geil, geil, geil. Okay. Ich bekomme nicht hinterher mit den Kommentaren. Okay. Mats, wie versteht's? Bayern hat 1-0 gegen Frankfurt gewonnen. Bayern 1-0 gegen Frankfurt gewonnen. Ist das gut? Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Wir freuen uns. Mats, wir freuen uns. Ich vor allem als Riesenfußballfan. Ja. Okay. Ja, morgen ist ja eigentlich Sonntag. Ne? Morgen ist ja nur ein bisschen Stretching. Ich bin ja morgen wirklich bei um 15 Uhr so bei Kevin. Ja, und ich lese ein paar Fragen vor. Wie lange dauert dein normales Workout im Gym? Also wenn ich ins Gym fahre, bin ich eigentlich so 1,5 Stunden meistens da. Kommt drauf an, wenn ich Beine mache, ist es ein bisschen länger. Wenn ich Cardio mache, ein bisschen länger. Aber ich würde sagen, 1,5 Stunden ist so der Durchschnitt, den ich im Gym verbringe, wenn ich hinfahre. Ja. Ich würde auf jeden Fall, Sauerkraut, was ist denn das für ein Krautsalat? Ne? Sauerkraut. Weißt du, was man hier auch bestellen kann? Griechisches Viagra.
griechisches Viagra? Ja. Dann laufe ich die ganze Zeit mit der Latte rum, oder was? Sahnejoghurt mit Honig, Walnüssen und Zimt. Ach Gott. ja, also, ich will auf jeden Fall weitermachen mit den Workouts. Im März. Also, ich glaube, dieses Daily-Ding ist halt wirklich stressig, das reinzupacken, aber ich finde, wenn wir Zeit haben, können wir das machen. Ich kann ja auch dann bei Last Excuse einfach posten, wegen, hey, heute Abend machen wir und geben Gas. Wir können auch mal ein paar längere Workouts machen, wir können auch mal eine halbe Stunde machen oder eine Dreiviertelstunde sowas, dass man mal ein bisschen, dass man mal richtig, richtig sich durchschwitzt. Und dann nicht jeden Tag so, also irgendwie sowas machen wir schon noch. Das bespreche ich aber jetzt am Morgen, mache ich mal so ein bisschen mit Kevin einen Plan. Einen kleinen Last Excuse Plan, wo wir hinwollen, was wir machen, aber ich will auf jeden Fall klar, euch weiter motivieren, auch selber weiter motiviert bleiben und weiter Sport machen, ja. Und weil jetzt gerade ganz viele gefragt haben, ob ich Streit mit Noah habe, nein, auf gar keinen Fall. Also ich hatte mit Noah einen Vertrag, also eine Vereinbarung über ein Jahr von Februar bis jetzt wieder Februar. Und ich meine, ihr habt das ja die letzten Jahre bei mir mitbekommen, dass es ja immer so war. Da war mal ein Jahr Hütte dabei, dann war ein Jahr Marvin dabei, dann war ein Jahr Noah dabei, jetzt ist Mats dabei. Und ja, also alles tot und fein. Also mit Noah zocken wir jetzt immer noch und ich denke auch, dass wir trotzdem uns immer treffen werden und zum Fotoshooting mal machen und für Behind-the-Scenes-Stuff und sowas die Leute immer noch dazu kommen und drehen. Also alles easy, keine Sorge. Da ist auf jeden Fall gar kein Streit. Ganz im Gegenteil. Was soll ich jetzt? Guck mal. Andere Fragen. Danke fürs Workout. Gerne. Gerne. Ja. Möchtest du noch was anderes außer den Gerüstteller, eine Vorspeise oder so? Oder einen Salat noch dazu? Irgendwas? Ja, einen Salat. Dann haben wir hier heute im Angebot den Bauernsalat nach griechischer Art mit original griechischem Feta, den Kreta-Salat mit gemischtem Salat, Gyros und Hausdressing und den Psyloritis-Salat mit gemischtem Salat, gegrillten Putenstreifen und Hausdressing. Ja. Der Psyloritis, der das mit Hähnchen und so? Ja. Ja, wird gut. Ohne Dressing oder mit Dressing? Mit Dressing. Alles klar. Mit ganz viel Milchdressing. Dann geht's dann richtig rund. Dann weht ja mal ein anderes Lüftchen. Weht ein ganz anderer Wind. Ja, bestelle ich das jetzt? ja. Die Frage, wann die Haare übrigens geschnitten werden, ne? Die sind nämlich ultra lang und es ist Dienstag soweit. Ich habe die jetzt nur nicht, Alter, geschnitten, weil ich Dienstag ein Shooting habe. Dienstag und Mittwoch. Und da werden mir die Haare schneiden. Aber, also nur, ne, wieder normal geschnitten. Nicht doll. Also nicht kurz. Was wollte ich noch sagen? Nee, sonst ist eigentlich so, wie gesagt, morgen bin ich bei Kevin. Montag bin ich wieder in Berlin. Bis Donnerstag. Donnerstag geht's ins Lager. Donnerstag unterschreiben wir die ganzen Deluxe-Alben und die Bundles bei uns im Merch-Lager. Und dann düse ich wieder nach München. Und weiter weiß ich gerade nicht. Ja. Ja. Also, vielleicht lese ich mal diesen Kommentar weiter. Also keine Sorge, Haare bleiben normal. Also normal. Und ja, wir machen. Das Problem ist, letzte Woche kam kein Vlog, weil wir nichts gemacht haben und Mats und ich uns auch nicht gesehen haben. Und das ist, ich würde auch sagen, wir machen einfach Vlogs, wenn wir auch was für einen Vlog haben. Und ohne dass wir das erzwingen müssen. Aber ich würde gerne irgendwas anderes noch machen bei den Vlogs. Was wie so ein Q&A oder so, dass man irgendwie Fragen sammelt. Und wenn ich lange Autofahrten wieder habe, dass ich einfach im Auto dabei halt dann fahren und Fragen beantworten kann. Ja, einfach sowas. Aber jetzt kommt Dienstag-Vlog dann? Dienstag. Dienstag wieder? Ja. Genau, vom Wochenende, vom neuen Studio, dass wir ein bisschen versucht zu renovieren. Ich könnte mir noch mal eine kleine Roomtour von der WG machen noch, wenn wir ein bisschen durch sind. Weil du das einmal aufgeräumt hast, oder was? Digga, mein Zimmer ist eine Bombe. Fuß gestoßen. Oh, was soll man denn? Yeah.
Au. 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 Komm, ich zeig euch mal mein Zimmer. Willst du noch was trinken dabei, Vincent? Nee, ich trinke Wasser. Okay. Ich trinke Wasser, ich trinke Wasser. Ich wohne in der WG. Jo, was ist das für ein Weitwinkelding? Hier ist, also hier geht mein WG-Zimmer los. Und dann ist hier halt ein Bett. Ne? Hier ist mein Schreibtisch. Hier haben wir mal Streams gemacht, aber es kommt bei dem neuen Haus ein Streamingzimmer. Kleiderschrank, Bett. Fertig. Badezimmer. Mit Licht an. Zack. Ja. Gut, haben wir das auch. Kurz Mariah Carey geworden. ja. Und mit der WG wird's. Amelie, ich hab doch mein Zimmer gezeigt. Amelie sagt, ich soll mein Zimmer zeigen, hab ich doch. Ist doch aufgeräumt gewesen. Aber WG neigt sich dem Ende zu tatsächlich, weil ich ziehe am 1.5. Jahr wieder in Norden. Und Fabi ist gerade auf der Suche nach einer Wohnung in München. Genau. Nach einer kleinen Wohnung irgendwo in der Nähe vom Studio, weil ich da auch im Studio umgezogen. Das Studio ist jetzt auch eine halbe Stunde von der WG entfernt. Das ist echt ein bisschen weiter außerhalb jetzt. Und deswegen ja, macht es einfach keinen Sinn mehr, hier so am Arsch der Welt in München zu wohnen. Genau. Aber naja. Ja, also ja, bei mir geht es immer halt nicht viel drin gewesen, weil ich habe das auch irgendwie nie so richtig genutzt. Ich war ja so selten hier und deswegen war das für mich immer nur so ein Ablageort für Klamotten und rein raus schicken. Fürs Umpacken, wenn ich halt mal kurz hier war und dann wieder los musste. Ja. Genau. Aber ich freue mich echt riesig, im Norden einzuziehen. Das wird echt abgefahren. Und ich will ja, das ist kacke, dass es alles so lange dauert gerade. Gerade ist ja wirklich halt überall Lieferprobleme und Baustopp und man kriegt keinen richtigen Handwerk ran. Ich will ja ein Last Excuses Gym bauen, ein kleines, bei mir im Garten. Und das wird wahrscheinlich erst im August gebaut und das heißt im November, Dezember vielleicht fertig. Also, aber das begleiten wir auf jeden Fall mit den Vlogs, auf jeden Fall den Baufortschritt und was wir da, wie wir das Gym da bauen. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, ganz geil. Dann können wir da ein bisschen Sport machen, geile Videos machen. Genau. Und ich würde sagen, damit wünsche ich euch einen schönen Abend, oder? Und dann bis morgen. Ja, tschüssi. Schönen Abend, danke fürs Quatschen, danke fürs Mitmachen. Bis morgen. Morgen ist ja nur Stretching, so richtig. Ist das ein richtiges Haus in Ordnung? Ja, das ist ein richtiges Haus dann. So richtig. Richtig so meine eigenen vier Wände. Oder eine kleine Garage fürs Auto. Geil. Das ist, glaube ich, ganz komisch. Ich hoffe nicht, dass ich ein bisschen da bin. Aber ich will von da aus auch ein bisschen arbeiten. Da kommt dann wieder ein Streamingzimmer rein, richtiges. Und vielleicht auch ein Bandzimmer und sowas, dass wir da auch die Bandprobe machen können. Und von da aus ein bisschen wieder twitchen können alles. Also, es wäre schon cool, wenn das alles funktioniert. Aber erstmal gucken. Morgen Stretching um 7. Wann machen wir morgen Stretching? Oder sollen wir es direkt morgen früh machen? Morgen früh wäre am entspanntesten. Dann hast du mit Kevin in Ruhe am Nachmittag. Ja. Um 10? Digga. Was? 10. Ist es zu spät? Zu früh? 10 ist super. Stehen wir morgen ordentlich auf. Du sagst die ganze Zeit, ich soll nicht so viel rumpimmeln und sollen aufstehen und was machen. Ja, sag ich ja auch. Wir können auch 11 machen. Nee, dann machen wir 10. Ich stehe zu meinem Wort. Ich werde nicht gepimmelt. Ja. Nicht gepimmelt. Naja, okay, dann machen wir es morgen früh. Um 10. Kleines Stretching um 10. Sind wir durch. Geil. Dann, bis morgen. Bis morgen.